Oh, hallo, ich bin Christian Bulls, meines Zeichens bei OpenSUSE, aber mal Maintainer, so hat das Ganze angefangen. Und nachdem ich dann mal die ganzen OpenSUSE-Patches nach Upstream gemailt habe, hatte ich plötzlich Commit-Rechte. Weil sie zu faul waren, das selbst zu committen, das waren halt ein paar. Und seitdem bin ich jetzt auch in der Abamor-Entwicklung Upstream dabei. So, fangen wir mal an, was macht Abamor? Eigentlich ganz einfach. Es erlaubt den Programmen nur das zu tun, was sie eigentlich tun sollen. Und alles andere wird blockiert. Das Blöde ist nur, es ist leider nicht ganz so einfach, weil man Abamor halt erstmal beibringen muss, was ist erlaubt für das jeweilige Programm. So, warum sollte man Abamor verwenden? Optimal wäre natürlich komplett sichere, bugfreie Software. Aber ganz ehrlich, gibt's leider nicht. Programmierer können nicht zaubern. Und deswegen sollte man besser mal auf die Finger gucken. Und Abamor macht das direkt auf Kernel-Ebene und guckt sich da an, was die Programme so treiben und blockiert es halt im Zweifelsfall. Erstmal die beliebte Bankräuberfolie, quasi Hände hoch. Wer benutzt Abamor? Okay, bisher einer, gut. Dann frage ich mal weiter, auch schon mal Profil selbst erstellt oder verändert? Variante 1 mit den Abamor-Tools? Noch nicht? Mit dem Editor? Auch nicht, okay. Die Gegenfrage dürfte eindeutig sein, also die Mehrheit hat Abamor noch nicht benutzt. So, dann gucken wir uns mal das Ganze an, das unvermeidliche Hello World-Skript. Könnt ihr euch mal angucken und für das erstelle ich jetzt gleich mal ein Abamor-Profil. Also, so. Funktioniert folgendermaßen. Für die Profilerstellung muss man root sein und ruft dann auf aa-genprof. Ich bin jetzt mal mutig und nehme die aktuelle Entwicklerversion, also sprich das, was man im Bazaar findet und noch ein recht großer Patch, der noch nicht committed ist. So, also, wie gesagt, aa-genprof aufrufe als Parameter des Programms, für das man ein Profil erstellen will. Genau. Und dann wechselt man in eine zweite Konsole und ruft einfach das Skript auf. Output wie erwartet, Hello World. So, zurück zu aa-genprof. Und dann drückt man jetzt immer den Buchstabe, der in Klammern markiert ist, also in dem Fall S für Scan System Log. Und wir sehen jetzt, das Skript hat aufgerufen, halt, klar. Ich wähle jetzt die Option Inherit, gleiche für RM, also Inherit bedeutet, dass das Programm mit dem gleichen Profil ausgeführt wird wie das Hauptprogramm. Dann sehe ich mal Lese- und Schreibrechte auf die Temp Hello Text. Erlaubt mal, also allow. Er macht Konsole-Output. In dem Fall könnte man entweder direkt diff.tty oder man nimmt gleich die Konsole-Abstraction, dann bleibt man flexibel, wenn das Terminal mal anders heißt. Also Abstractions sind dann immer so Gruppierungen, die bestimmte Sachen auf einmal ins Profil bringen. Okay, das war's dann soweit auch schon. Schauen wir uns mal das Profil an. Im Prinzip relativ harmlos, also man sieht, Abstraction Space sind einfach so Basissachen, die fast alles braucht. Abstraction Bash, weil es ein Bash-Skript ist, also dass er zum Beispiel Bash verwenden darf. Konsole hatte man. Dann Leserechte auf das Skript selbst. Dann die Temp-Datei und die Programme ausführen, also CAD und RM. So. Das Ganze speichern wir jetzt mal. F wie Finish. Und das war's auch schon. Und so sieht das Ganze jetzt in Bund aus. So. Genau. Dann gehen wir wieder zurück. Das Dumme an dem Skript ist jetzt nur, es hat eine Sicherheitslücke. So, wer entdeckt sie?
Okay, niemand? Nee, eigentlich war es viel leichteres, also keine Race Condition. Es wird auch eine Schnecke schaffen. Viel zu kompliziert gedacht. Also man muss jetzt nicht das RM irgendwie an der Schlinge oder sonst was. Nö. Es ist eine ganz schnöde Symlink-Attack, weil in Temp jeder schreiben darf. Und deswegen erstellen wir uns jetzt mal kurz einen Symlink. Also ihr seht, Temp Hello Text zeigt jetzt mal kurz auf die Authorized Keys von Root. Und ich bin jetzt mal mutig und rufe das Hello World Script als Root auf. Schon schwer ist hier langweilig. Vorher noch kurz unser Log ein Stück weit wegscrollen. Genau. Und dann kommt eben keine Berechtigung. Und das war soweit. Also sprich, Abamor hat jetzt gerade die Symlink-Attacke verhindert. Übrigens ein kleiner Tipp, wenn man Abamor-Profile mal liest und sieht im Temp-Verzeichnis fixe Dateiname. Eigentlich immer tödlich. Deswegen bitte in der Skripte MakeTemp verwenden. So. Gehen wir wieder zurück. Also was macht Abamor jetzt im Detail? Dateizugriffe habe ich schon gezeigt. Es überwacht auch Netzwerkzugriffe. Capabilities, also Sachen wie Change Own, Make Note, Set UID. Die komplette Liste werde ich den Blick in Mensive Capabilities empfehlen. Da ist das Ganze auch immer ganz nett erklärt. Man kann R-Limit setzen, also U-Limit quasi. Und ganz allgemein, Abamor schränkt Berechtigungen ein. Was macht Abamor nicht? So, also, es ersetzt nicht die traditionelle Dateiberechtigung. Also bitte nicht changemod-r777 auf slash machen. Genauso wenig bitte nicht alles als Root laufen lassen. Also die Benutzerberechtigungen sind schon noch für was gut. Dann, wenn es in den Webserver-Bereich geht, zum Beispiel MySQL, ein Benutzer für jede eigene Aufgabe, für jeden eigenen Host, was man halt so macht. User Input validiere, User Input escape und Suhosin ist auch des Öfteren ganz praktisch. So, kommen wir zu der Frage, ist der Server jetzt sicher? Wenn man das jetzt hundertprozentig mit Ja beantworten würde, wäre ich zwar glücklich, aber es besteht halt aus einem Haufen einzelner Puzzleteile und Abamor schützt vor einigem, aber trotzdem nicht 100% vor allem. Aber was man sagen kann, der Server wird auf jeden Fall mit Abamor sicherer sein als ohne. So, jetzt AA Genprof habe ich schon gezeigt, was gibt's noch an Abamor Tools? Einmal AA Status, das zeigt einen schönen Überblick an, welche Profile sind geladen, welche Programme verwenden die Profile gerade und so weiter. Dann gibt's AA Unconfined, das zeigt an, welche Anwendungen, die am Netzwerk hängen, ein Profil haben und welche nicht. Dann AA Notify sind Desktop Notifications oder wahlweise auch ein täglicher Status Output, den man sich dann per Grund zumailen lassen kann. Dann gibt's AA Complain. Das schaltet ein Profil in den sogenannten Complain Mode, also ein Lernmodus, sprich alles erlauben und fleißig Logfile mitschreiben. Das gleiche Stück AA Enforce schaltet die Profile scharf. Was nicht erlaubt ist, wird blockiert. Dann gibt's noch AA Disable, wenn man mal ein Profil wirklich komplett abschalten will. Es gibt AA Audit, das heißt, alles, was im Profil erlaubt wird, wird trotzdem protokolliert. Dann als Gegenstück zum AA Genprof gibt's noch AA Logprof, um vorhandene Profile zu aktualisieren anhand vom Logfile. Es gibt winziges AA Autodeb, das ist quasi die Basis von AA Genprof, aber ich würde empfehlen, immer gleich AA Genprof zu verwenden. Es gibt EasyProf, was Ubuntu recht gern einsetzt. Das sind quasi Template-basierte Profile, die man sich dann jetzt nicht gerade zusammenklicken kann, aber die aus Bausteinen zusammengesetzt werden. Dann kommen wir zu AA Merkeprof. Damit kann man, wenn man zum Beispiel 5 Server hat und will diese Profile synchron halten, sammelt man die einmal ein, ruft AA Merkeprof auf und dann hat man wieder alles in einem gemeinsamen Profil.
AA Clean Prof will man benutzen, wenn das Profil etwas chaotisch aussieht, weil man aus diversen Gründen mal bearbeitet hat und Ergänzungen ohne überflüssige Regler zu löschen. Also das räumt auf. Dann gibt es so ein nettes Tool AA Decode. Das will man dann haben, wenn im Audit Log irgendwelche Dateien mit Leerzeichen im Namen vorkommen, weil die dann relativ kryptisch nur angezeigt werden. Das kann es dekodieren. Und es gibt AA-Exec, mit dem kann man dann ein Programm mit einem fest definierten Profil aufrufen, das nicht Standardprofil ist. So, werfen wir mal einen Blick auf AA-Unconfined und stellen jetzt fest, ups, VSFTPD not confined, also sprich, läuft ohne Schutz, hängt am Netzwerk, keine gute Idee. Also ich habe alles, was am Internet hängt, komplett mit ABAPA geschützt. Deswegen verpassen wir VSFTPD mal jetzt kurz ein Profil. So. Geht wieder los, AA-Genprof, VSFTPD. Dann sagen wir mal, einmal Restart. Man hat jetzt auch gesehen, im Log rauscht schon das ein oder andere vorbei. Zurück zum AA-Genprof, scan System-Log. Und sieht jetzt zum Beispiel, es braucht NetBind-Service, weil es halt ein Port an das Netzwerk öffnen will. Es muss eine Config-Datei lesen können, klar. Dann braucht es Netzwerkzugriff, auch logisch. Und das war jetzt schon einmal die Basis. Wenn wir uns jetzt das Profil ansehen, sieht es noch relativ überschaubar aus. War aber auch nur Start und Stopp. So, das Ganze speichern wir jetzt. Lassen aber AA-Genprof noch laufen. Und machen jetzt einfach mal kurze FTP-Verbindung auf. Also was ich noch dazu sagen sollte, solange AA-Genprof läuft, ist das Profil im Lernmodus, also alles erlaubt und wird fleißig protokolliert. Sieht man jetzt auch schon over im Log. Okay, und mal sehen, FTP-Login hat geklappt. Ich gehe wieder raus und genau, die Fragerei geht weiter. Wir brauchen setgit. Es schreibt ins Audit-Log, das ist eine eigene Capability. Sysadmin-Rechte, also ach, man sieht auch bei der Severity 10, das sind schon die Sachen, die man genauer beobachten sollte, aber die braucht es in dem Fall. Es macht Change-Route nach dem Login. Es wechselt die User-ID auf der FTP-User. Und es macht Authentification. Und bevor man die jetzt einzeln zusammensammelt, benutzt man einfach nur die Abstractions Authentication, alles in einem. Genau, und es muss natürlich auch die Verzeichnisse lesen können. Und bevor wir da 100 Mal rumändern müssen, gehe ich jetzt auf New und sage einfach nur Home, Stern, Stern, also alles innerhalb von Home, komplette Leserechte. Erlauben wir, genau, noch so ein paar Kleinigkeiten. Name Service braucht's, FTP Users. Genau. Das war's. Und damit wäre das Profil jetzt erstmal ziemlich fertig. Wer jetzt aufgepasst hat, hat mitgekriegt nur Leserechte, also sprich, es fehlt noch was. Und deswegen ist immer gut die ID bei komplexere Sache, dann das Profil weil im Lernmodus laufen zu lassen. Deswegen AA-Complain VSFTPD. Jetzt ist es im Lernmodus erlaubt, ach, die Schreibzugriffe, obwohl sie noch nicht im Profil stehen und loggt es entsprechend. Müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchexerzieren. Also, ich habe es ja schon gezeigt. Zwei X-Terms. Im einen AA-Genprof, im anderen das Programm ausführen, benutzen, whatever. Und es ist immer gut die Taktik, dass man erst mal das Programm startet und stoppt, um die Basics zu bekommen. Sonst flutet man sich nur unnötig Log. So. Was gibt's an Dateiberechtigungen? Read, write, dann gibt's append, also Datei erstellen und anhängen, sprich zum Beispiel Logfiles.
L für Link, K für Look, M für M-Map, braucht man üblicherweise auch R dazu und diverse Ausführberechtigungen. Das wäre einmal die IX, die ich schon beim Hello World Skript gezeigt habe, also sprich, das ausgeführte Programm bleibt genau im gleichen Profil. Macht Sinn bei irgendwelchen Hilfsprogrammen, CAD, RM, Bash und so weiter. Dann gibt es CX, Child Profile, also ein Profil, das nur verwendet wird, wenn man im passenden Elternprofil ist. Wenn ich jetzt im Fall vom Hello World zum Beispiel für RM ein Child Profile angelegt hätte, wäre das Profil nur verwendet worden, wenn ich RM aus dem Hello World Skript aufrufe, aber nicht, wenn ich RM allgemein aufrufe auf der Shell. Und das macht Sinn, wenn man Hilfsprogramme hat, die mehr oder weniger Berechtigungen brauchen wie das Hauptprogramm. Dann gibt's PX, also ein separates Profil. Da ist dann egal, ob man das Programm Standalone aufruft von der Shell oder ob es von was anderes aufgerufen wird mit PX-Rechte. Und das ist definitiv keine gute Idee für zum Beispiel die Bash, weil man dann hinten noch sehr eingeschränkt ist. Und eine eingeschränkte Bash, viel Spaß. Dann gibt es noch die Methode, wenn es gar nicht anders geht, UX, unconfined, sprich ein Programm ausführen ohne Abamor-Beschränkungen. Das kann Sinn machen, zum Beispiel bei SSHD, der eigentliche Daemon schützt man. Und nach dem Login darf er dann zum Beispiel die Bash ausführen, also die User Shell, ohne weitere Einschränkungen. Um das Ganze noch interessanter zu machen, um die Profile auch portabel zu machen, gibt es die Fallback-Möglichkeiten. Zum Beispiel PIX bedeutet, er probiert erst, gibt es ein eigenes Profil. Und falls das nicht der Fall ist, dann macht er IX, also er bleibt beim Gleichen. Und entsprechend auch PUX, ZIX und SUX. Also sprich, entweder Profil oder unconfined oder das Gleiche nochmal als Kindprofil. Und es gibt noch die Methode, dass man sagt, man macht ein Profil zum Beispiel für User Lib Postfix Stern. Benennt es dann Postfix Helpers. Oder in dem Beispiel unter jetzt Profile Ping, User Bin Ping, wobei es User optional ist. Und dann könnte ich jetzt ein PX nach Ping erlauben. Dann wird man generell beim Ausführen, außer bei IX, noch gefragt, ob die Umgebungsvariablen aufgeräumt werden sollen. Also wir reden jetzt von so Sachen wie LD-Preload und so weiter. Also in der Regel sollte man das machen, es sei denn, das Programm braucht die wirklich in der veränderten Form. Es gibt noch ein paar weitere Regeltypen, nämlich die Link Regel nochmal als separate, die dann noch etwas spezieller ist als die Dateiregeln. Da sehe ich gerade, rächt sich, dass die Folie schon... Moment. Ja, doch, genau, passt. Also R-Limit, ja. Dann Capabilities habe ich erwähnt. Es gibt Netzwerkbeschränkungen und relativ neu Debus, Mount, Signal und so weiter. Die sind allerdings bisher nur im Ubuntu-Kernel, Netzwerk auch im OpenSUSE-Kernel. Und das Upstreaming ist in Arbeit, aber es verzögert sich halt, wie man so kennt, kommt immer was dazwischen. So, wenn man jetzt mal das Audit-Log so liest, fällt erstmal auf MSG Audit und dann ein Haufen Zahlen. Was bedeutet das? Also die ganze Zahlen, die sind nur der Timestamp, also die 1438 irgendwas bis 88.987 ist der Timestamp. Und netterweise kann man dann mit date-d add und dann die Zahlenfolge in was Lesbares übersetzen. Sieht dann auch in dem Fall jetzt Abamor denied, also das Profil war scharf geschaltet. Genauso gibt es allowed, wenn das Profil im Lernmodus war und audit, wenn man in dem Profil explizit gesagt hat, den Zugriff, auch wenn er erlaubt ist, trotzdem locken. So. Wer Webserver absichern will, hat noch die Option mit Mod Abamor. Macht Sinn, weil man damit ein Profil festlegen kann für jedes einzelne Hosting zum Beispiel. Man sollte immer ein AA-Default-Headname setzen. Sonst kann es im blödsten Fall passieren, dass Abamor für jede einzelne Datei ein Profil vorschlägt. Das will man definitiv nicht.
Man kann das Ganze setzen pro Virtual Host. Mindestanforderung für meinen Geschmack. Und man kann sogar, wenn man in einem Host, sag mal, man hat WordPress laufen und PHP-BB und was gibt's sonst noch Schlimmes, dann kann man das auch verzeichnisweise absichern, dass die sich wenigstens nur selbst abschießen können und nicht gegenseitig. So, das Ganze sind dann sogenannte Heads im Apache-Profil. Was sind das? Die sind ähnlich wie Unterprofile, also die Child-Profiles, die ich vorhin erwähnt habe. Der Unterschied ist der, dass ein Programm, also in dem Fall Apache, per Syscall zwischen denen umschalten kann. Und das Typische, wo man das benutzt, ist eben der Apache mit mindestens einem Head pro virtuellem Host. Und in der Profildatei sieht es eben dann so aus. So schönes Dächel, sieht sogar aus wie ein Hut. Und dort war dann der Name von dem Head. So, wie sieht es dann konkret aus? Also, ich generiere mir dann immer automatisch für jedes Hosting ein Schnipsel, das dann eingebunden werden kann. Sprich Zugriff auf HTTP-Docs, also das Document-Root. Schreibzugriffe auf Access-Log und Error-Log. Zugriff aufs Temp-Verzeichnis für das Hosting und noch so ein paar Sachen. Das proc-ad-requirent ist übrigens die Datei im proc-File-System, wo dann change-head technisch umgesetzt wird. Und es gibt noch so ein paar Spezialitäten. Nämlich, wie gesagt, die sollte man sich automatisch generieren, schon schwer zu blöd. Es gibt dann noch den Head Handling Untrusted Input. Da hängt Apache immer dann drin, wenn er gerade Langeweile hat. Und aus bisher nicht bekannten Gründen macht er dann manchmal etwas mehr, als er soll. Also unter anderem hat sich herausgestellt, dass der auf die Access- und Error-Logs von alle virtuellen Hosts Schreibrechte braucht. Dann, was auch immer wichtig ist, wie eng mache ich das Profil? Also sprich, erlaube ich jetzt Stern oder erlaube ich Stern.jpg? Ein Beispiel, das ich wirklich mal erlebt habe, war ein Forum, kennt man ja, kann man sein Avatar hochladen, zum Beispiel meinfoto.php, war dann natürlich weniger schön. Und das kann man grundsätzlich auch vermeiden, indem man sagt, man setzt eine Verbotsregel, deny owner slash sternstern.php rw, bedeutet, alle Dateien, egal wo im Dateisystem, deren Name auf .php endet, darf der Eigentümer nicht lesen oder schreiben. Also sprich, wenn jemand über die Webserver-Datei hochlädt, wird er direkt blockiert. Das Problem an der Sache ist, dass die modernen Content-Management-Systeme auch gerne mal sich selbst updaten. Das blockiert man damit halt leider auch. So. Es gibt noch die Option, Abamor kreativ zu nutzen. Was ich ganz gern mache, gerade im Webserver-Bereich, eine Art Inventurliste, sprich, welcher virtuelle Host verwendet die Skripte, die ich in einem Shared-Verzeichnis anbiete. Oder genauso, welcher virtuelle Host ruft Sendmail auf, also sprich, wer verschickt Mails. Genauso gut kann man damit auch Dateizugriffe debuggen. Also bevor ich mich durch das Trace durchlese, geht der AA-Genprof leichter und erstellt mal schöne Zusammenfassung. Ein netter Trick ist Abamor als Load-Monitor. Also wenn man feststellt, ich habe da jetzt gerade 100 Apache-Prozesse, was machen denn die so? Dann kann man mit PS-ZAUX, also großes Z, sich anzeigen lassen, in welchem Profil das da genau hängt. Und wenn man es umgesetzt hat mit mindestens einem Head pro virtuellem Host, sieht man eben, in welchem virtuellen Host das er gerade ist. Was ich auch ganz gern nutze, ein Root-Zugang, Read-Only, nur fürs Backup. Wie funktioniert das? Also, zwei Komponenten-Möglichkeit. Punkt 1 braucht man den SSH-Key in der Authorized Keys. Wichtig dabei ist vorne der Teil Command gleich Root bin Async Shell. Also sprich, man nachher den Key fest, dass er nur diese Datei ausführen darf. Das ist eigentlich nur ein kleines Bash-Skript. Das schreibt dann kurz was ins Logfile, guckt, dass der Originalbefehl wirklich async --sender --server--sender war. Und wenn das so ist, dann wird der Originalbefehl ausgeführt.
zugehörig Abama-Profil, um das Ganze dann abzudichten. Also, die ganze Includes Abstraction Space und so weiter, denke ich, können wir soweit überspringen. Capability Deck Override und Deck Read Search heißt einfach nur, dass Async auch Datei lesen darf, die nicht root gehören. Also, wenn man das nicht hätte und ein User hätte eine Datei im Home-Verzeichnis mit Modus 600, die könnte zwar root eigentlich lesen, aber in Verbindung mit ABAMR nicht und deswegen muss man dann die Zugriffsrechte mit Deck Override erlauben. So, dann darf das Skript ausführen Bash grep logger, klar, das war außerum das Handling. Natürlich Async ausführen und dann sieht man in der rechten Spalte, welche Datei das Backup lesen darf. Also in dem Fall jetzt etc und home. So, jetzt kann man die Sache natürlich noch unnötig interessant machen. Angefangen hat das Ganze mal mit einem Profil, also File bedeutet alle Dateizugriffe erlauben. Definitiv keine gute Idee. Und dann war eben die Zusatzanforderung, wir würden jetzt aber gern Proc verbieten, bis auf die zwei Ausnahmen. Ja, wie gesagt, definitiv keine gute Idee. Trotzdem, es ist lösbar, hat keiner was gesagt von schön. Ich blende mal die Erklärung ein, was das Ganze macht. Also wie gesagt, File erlaubt erstmal alle Dateizugriffe. Damit geht das Problem los. Dann fängt man mal an, selektiv zu verbieten. Also, wir wollen erlauben, Proc Pit irgendwas, also sprich Proc irgendeine Nummer und was da drunter liegt, oder Proc Syskernel SHM Stern. Und was machen wir dann? Wir verbieten erstmal proc slash stern, also alle Dateien in proc. Wenn kein slash hinten dran steht, bezieht sich auf Dateien. Wenn ein slash hinten steht, sind es Verzeichnisse. Dann das nächste gibt leichtes Kopfweh. Also wir verbieten in proc alles außer proc pit, also eine Zahl, und proc süß. Und das muss man sich jetzt halt zusammenkleben. Man sieht es dann auch irgendwo in der Mitte der Regex genau. Also da versteckt sich süß bei der Drei-Zeichen-Variante. Genau, und dann kümmert man sich noch um die Unterverzeichnisse von Proc süß. Das geht dann noch verhältnismäßig leicht. Und dann sind wir durch. Ja. Leider ein Beispiel aus der echten Welt. Und wie sowas endet, zeige ich gern. Das war dann kurz danach auf Twitter. Und in diesem Sinn verweise ich gern auf weitere Informationen. Es gibt die Mainpage abamr.de. Da drin ist die Profilsyntax genau erklärt. Es gibt die Abamr Homepage. Gibt was im OpenSUSE Wiki. Gibt was im Debian Wiki. Es gibt auch eine gute Anleitung in der OpenSUSE Doku. Also bitte nicht erschrecken, die funktioniert überall. Und wer es lieber interaktiv hat, entweder im Abamr Channel oder auf den Mailinglisten. Und wer noch ein paar Gigos treffen will, darf gerne nächsten Monat nach Nürnberg zur OpenSUSE-Konferenz kommen. In diesem Sinn, gibt es Fragen? Alle wunschlos glücklich? Na dann, bedanke ich mich fürs Zuhören.